Ja, hallo liebe YouTuber und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play DayZ und ihr hört, ich bin etwas verzweifelt. Seht selbst. Jo, also der liebe Dave wurde schon wieder mal abgekackt. Ich bin ganz, ganz kurz, ich habe mich in der Feuerwehrwache versteckt. Ganz, wirklich nur ganz kurz weggegangen. Und dann nach ein paar Sekunden wieder drauf, tot. Ey, es regt auf und jetzt habe ich den guten Philipp wieder gefunden. Wo ist er denn? Da. Da steht er ja, und trinkt ich was. Trink grad was. Und wir rennen jetzt gleich erstmal hier taktisch, weil der gute Philipp schon jemanden gehört hat. Ja, also ich bin durchs Krankenhaus gelaufen, da war ich mir hundertprozentig sicher, dass da Schritte von irgendeinem anderen Typen war. Da habe ich mich in einen Raum von da verzogen, habe dann immer mal wieder so einen kleinen Schritt von dem gehört. Der ist vermutlich geschlichen. 15 Spieler sind übrigens auf dem Server. Also entweder, das war genauso einer wie ich, denn ich weiß, was sein Gegenüber hat, hat aber eine mächtig geile Wumme. Oder das war wirklich einer, der überhaupt nichts hat und nicht wieder mal abgeknallt worden. Ihr guckt euch jetzt mal hier erstmal die Aussicht an, Leute. Ja, das ist richtig badass. Und du musst gucken, ob du irgendeinen Spieler siehst, dann kann ich den nehmen. Nein, ich sehe nicht, aber jetzt lasst uns erstmal in das erste rote Haus hier vorne. Jo. 3, 2, 1. Du deckst die rechte Seite, ich renn durch. Okay. Ich sehe rechts niemanden. Renn. Ich geh hoch. Ich mach die Tür zu. Junge, nicht nachladen. Alter, dass der Fritzke hier immer nachladen muss. Okay, ich komm wieder raus. Gib mir Deckung. Alter, geh da weg. Warte. Ich muss kurz ein anderes Magazin reintun. Okay, ist jetzt erstmal egal. Okay, wir rennen jetzt rechts. Jo. Ich decke links. Los. Links ist niemand. Das grüne Haus, das ist offen. Renn du als erstes rein, beeil dich. Ich mach. Okay. Ich wechsle jetzt mal mein Magazin. Sind nur so scheiß Pillen, aber die kann ich jetzt erstmal nicht gebrauchen. Oder? Moment, welches ist das? 40. Ich bin übrigens immer noch hungry. Kannst du mir da was geben? Warte mal. Ich guck mal eben, nehme ich das. Mal sehen, ob es das Richtige ist. Nein, ist es nicht. Warte. Ich gucken, welche. Hauptsache, du kannst schießen. Jetzt beeil dich bitte. Ja, warte nur mal kurz eine Sekunde. Nein, das ist es auch nicht. Wie heißt das Kackteil dann? 40 Round, 10 Mark. 40 Round, 10 Mark. Die hätte ich eigentlich drin. Okay, egal. Mützchen, Junge, wie das aussieht. Junge, nicht nachladen. Alter. Ah, jetzt habe ich wieder das Magazin. Okay, doch nachladen. Escape her. Was? Zu essen. So. Ja, ich mach. Warte, ich geb dir. Oder nee, so eine Feldflasche noch nicht, ne? Nein, mach einfach jetzt. Ich mach. Ich geb dir mal 25% Boden, reichen die dir? Weiß ich nicht, gib erstmal her. Hier. Liegen da. Hat die Tür Wache. Ich bin dabei. Nee, reicht nicht. Ja doch, reicht. Komm, raus. Okay. Links ins Haus. Scheiße. Ich stecke rechts, rechts ist niemand. Toll, das Haus hier ist auch schon auf. Lass zur Feuerwehrwache. Na, erstmal ins Krankenhaus. Meine ich ja. Krankenhaus. Wo bist du? Folg mir. Ich komme jetzt aus dem Haus raus. Hier ist ein Brunnen. Wo? Hier. Okay, deck mich, ich muss was trinken. Okay, deck du mich danach, ja? Ja, Junge, was womit? Mit Decken meine Boah, ich. Oh, Mama! Und meine Mutter ist mal wieder auf YouTube! Hammer. Ja, fertig. Nein, mit Decken meine ich, dass du guckst, ob du irgendeinen siehst, weil den kann ich mir dann nehmen. Ja. Ich muss auch mal die Feldflaschen auffüllen dann. Junge, nicht nachladen, trink scheiß Wasser. Warte, ich bin immer noch nicht hydrated. Immer noch nicht. So, jetzt bin ich hydrated. Und warte kurz, ich muss die Feldflasche nehmen. Scheiß Ort ist sicher jemand. Du bist das neben mir, ne? Ja. Gut, dann warte noch mal kurz. Ich kann das nicht auffüllen. Alter, jetzt mach einfach. Scheiß doch was drauf. Komm. Ich komme. Warte, ich nehme mir wieder meine M4. Gut, dann jetzt ins Krankenhaus. Achtung, ne? Es kann immer noch sein, dass da irgendjemand drin ist. Da
Danach gehen wir hier in die Schule. Okay. Oder was das ist. Warte, erst in die beiden Häuser hier voraus. Siehst du mich? Nein, ich hab dich aus den Augen verloren. Hier, rechts. Ah, okay. In die beiden Häuser. Ich renn jetzt. Mach. Und links ist das Krankenhaus, aber da sehe ich niemanden. Ich komme jetzt rein. Ja. Guck oben noch nach. Ich halte hier unten die Stellung. Hier gibt's oben nichts. Ich gehe in den Hinterhof und von dort aus ins nächste. Komm. Ich bin da. Und von hier aus können wir dann ins Krankenhaus laufen. Lass erstmal lieber dahin. Bauarbeiterhelm, den kann ich mir schon mal nehmen. Jawohl, Bob, der Meister ist zurück. Okay. Ist noch okay, hier. Alter, lauf doch. Geh jetzt hier noch in die Häuser. Ey, Junge, da kann man nicht rein. Liegen Handschellen. Die Tür da ist offen. Lauf du nach oben und schau, ob da was ist. Du hast die Knarre. Okay, warte, ich check noch den Raum hier. Okay, da, den kann ich nicht aufmachen. Mach mal die Tür zu. Ah, hier liegt eine Cappy. Brauch ich nicht. Und was ist das? Eine andere Hose, eine Black Jeans. Komm runter. Warte, man kann noch höher. Achte nur darauf, dass du jemanden siehst. Nein, ich sehe keinen. Okay. Was hat hier eine Payday-Maske? Die gönn ich mir. Ja, komm hoch. Oh fuck, hier sind die ganzen Fenster, Achtung. Der könnte dich hier durchsnipern. Was ist hier ein Stein? Mal sehen, ob ich jemanden sehe. Komm. Die Tür beim Krankenhaus ist auf. Möglicherweise ist der Pisser, war der Pisser eine Etage über mir. Und steht jetzt irgendwo da oben. Dreh dich mal zu mir, ich will sehen, wie geil das aussieht. Junge, warte, das ist ein Foto wert. Komm, dreh dich zu mir. Marat hinne, Junge. Welche Taste war das? Wobei, Fraps? Ja, ich nein, bei Steam. Screenshot. Weiß ich nicht. Ah, F12, okay. Warte ich mal noch eins. Okay, das sieht so gestört aus. So ein Mann, so ein schwarzer Mann mit einem weißen T-Shirt hat gar nichts und nur so ein Bob der Baumeister eben auf und dann mit einer Payday-Maske. Das sieht so pedo-like aus. Okay, ins Krankenhaus würde ich sagen. Jo. Renn vor. Durch die Tür. Und hier in den ersten Raum. Hier rein. Geh in den. Nichts. Hier ist noch eine Hose. Achtung, hier irgendwo könnte der vielleicht noch sein. Der wird sicher weg sein und hat alles Loot mitgenommen. Kann sein. Am liebsten würde ich schon wieder den Server wechseln, ganz ehrlich. Junge. Ich geh jetzt eine Etage höher, mach hin. Okay, ich deck dich. Nichts, war ja klar. Wow, Junge. Was? Junge, immer dieses ungute Gefühl, wenn du weißt, dass einer da ist und du ihn nicht siehst. Bist du jetzt eine Etage höher? Ich bin auch hier bei dir. Jetzt bin ich eine Etage höher. Ich bin die erste Treppe hochgegangen, ne? Das weißt du? Ich bin die zweite schon hoch. Okay, guck nach, ob du was findest. Da liegen noch zwei Mützen hier auf dem Gang. Ein Bajonett. M91 Bajonett. Das heißt, es gibt eine M91, das wird vermutlich die Sniper Rifle sein. Boah, das bist du. Boah, beinahe. Beinahe wär's. Ich hab mich so bepisst, Junge. Wow. Boah, ich könnte gerade noch sehen, dass du es bist. Komm raus hier. Ich bin dabei. Wo lag das Bajonett? Keine Ahnung, oben scheiß auf das Bajonett und jetzt komm. Ich bin jetzt vor dem Eingang. Ja. Komm. Ich bin dabei. Sprinte durch. Lassen die Feuerwache jetzt. Junge, ich bin in dieser Schule.
Ja, ich bin ja dabei. Junge, das ist ein Krankenhaus, immer noch. Ja, leck mich. Eine Schule ist dieses andere Gebäude. Junge, hier gibt's doch nichts. Ja, vermutlich hat der Typ, den ich gesehen habe, also eher gesagt gehört habe, alles. Vermutlich ist er hier noch irgendwo und wartet nur darauf, uns abzuknallen. Wenn hier alles Unwichtige weg ist, was ich brauchen könnte, ist das vielleicht ein Movie gewesen. Was? Junge. Ja, Junge, ich bin konzentriert. Ich gehe gerade die ganze Zeit über Ecken. Der könnte ja irgendwo sein. Hinter jeder Ecke und auf mich ballern. Ja klar, aber jetzt im Krankenhaus bist du nicht, um mir zu helfen, ne? Ich dachte gerade, der steht hier auf dem Dach. Die Tür hier ist nämlich offen. Der ist schon lange weg, der Typ. Kannst du mir glauben. Egal, es ist trotzdem besser, super vorsichtig zu sein. Du läufst gerade die Treppe hoch, ne? Gut. Junge, immer ankündigen. Wow! Was? Junge! Ich wusste nicht, dass du hier oben stehst. Ich hab doch gesagt, ich laufe hier hoch. Hast du nicht. Hab ich eben doch, aber Kopf hoch. Leck mich mit Kopf hoch. Okay, dann jetzt gleich noch in die Feuerwache. Hoffentlich hat er eine Feuerachse da gelassen. Okay, renn da durch diesen Toreingang durch. In die Kirche. Warte, was da liegt hier ein Rucksack. Nice. Tja, wäre ich hier nicht reingelaufen. Ich sag ja erst die anderen Häuser durchsuchen. Ich bin auch da. Komm. Das nächste Haus. Man muss die Häuser durchsuchen. Hier liegen Sachen, die ich brauche. Eine Säge, mit der kann ich... Junge! Ja, geh doch durch, Junge, der könnte überall sein. Ja, Junge, ich konnte doch nicht durchgehen, wenn du vor mir stehst. Ich war auf hinter dir, aber Kopf hoch. Ja, du bist durchgebackt, aber Kopf hoch und fick dich. Leck mich selber. Boah, jetzt lädt er schon wieder nach. Ja, wenn es nicht anders geht, wenn die Waffe die ganze Zeit nachladen will. Ich bin aus dem Hintereingang raus. Ich sehe es, ich bin genau hinter dir. Lass mal hinter das Hotel, ich bin nicht mehr hydrated. Kann sein, dass er auch oben bei der Feuerwehrwache rumsitzt. Das erste Feuerwehrwache. Haben wir da auf jeden Fall eine Axt gesichert. Ja, ob da eine Axt ist. Wo bist du? Hier, auf der Straße, genau hinter dir. Ich komme jetzt auch hier rein. Motorradhelm. Motorradhelm, sauber. Hey. Junge, mein Finger liegt die ganze Zeit auf dem Abzug. Was okay. Ist das, eine Map? Komm raus. Ja, lauf jetzt zur Feuerwehrwache. Da liegt irgendwas auf der Straße. Topf. Guck schnell nach. Ein Topf. Okay. Ja, ich sehe den Topf. Bist du schon drin? Ja, Junge, wo lang läufst du denn? Er ist im Haupttor. Ja, Junge, ich bin schon längst in der Feuerwehrwache. Tja. Ich bin jetzt gleich in der Feuerwehrwache. Und ich bin drin. Ein Screwdriver. Okay, nice. Da liegen noch Schuhe. Für dich. Ja, die brauche ich nicht. Wie nice das denn aussieht mit dem Feuerlöscher. Walkie-talkie. Okay, lauf hoch. Ich bin bekloppt. Was? Geht doch. Hab Green Cargo Pants. Sauber. Bist du schon weiter nach oben gelaufen? Hier oben liegt ein Brecheisen. Ja, das nehme ich mir. Bin tot. Hast du mich abgeknallt? Da hat noch nicht mal jemand geschossen. Du bist irgendwie durchgeglitscht. Ich höre ein Höh von dir, sehe, wie du irgendwie bei der Treppe nach oben springst und bist tot. Leck mich doch am Arsch. Junge, das Spiel hat neuerdings ehrlich was, wirklich was gegen dich. Leck mich doch am Arsch, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ciao.